wieder. He's number one, da. Ich begrüße jeden Einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Es ist wieder Zeit, Kisten aufzumachen. Und deswegen werden wir hier in diesem Video heute am Samstag wieder mal Kisten, eine seltene Vorratslieferung aufmachen, um zu schauen, kriegen wir wieder eine neue brandheiße Waffe, weil wir haben ja insgesamt ja die Armbrust und das Schwert schon bekommen in den Vorratslieferungen und haben diese zwei Sachen in den Livestream bei Twitch hoch Number Wanderer auf Dark Matter, also dunkle Materia, gebracht. Einfach nur crazy, wie schnell und so. Richtig flockig. Und heute werden wir weitergehen, einen Schritt nach vorne, und werden einmal hier was anschauen. 50% auf 10er Pack Vorratslieferungsbundle. Ja, das Problem ist aber, Leute, pass auf, wir gehen jetzt einfach mal zum Schwarzmarkt. Bevor wir jetzt zum Schwarzmarkt gehen, ich bin Level 171, dass du nur Bescheid wisst, immer höher, er spielt. So, wir gehen wieder zurück zum Schwarzmarkt und man kann lesen, ja Leute, voll die Verarsche, ich schwöre es euch. CP-Punkte 1000, um 50% auf 10er Pack zu machen. Ich lese es einfach mal vor. 10 seltene Vorratslieferungen zum Preis von 5. Jede enthält ein garantiertes seltenes Objekt mit besseren Chancen auf legendär oder episch sowie Bonus-Kryptos. Bonus-Kryptos sind immer dabei. Das ist schon mal das Erste. Zweitens, legendär und episch kriegt man echt oft. Natürlich ist es cool, dass es die Hälfte billiger ist, aber dafür erstmal 1000 CP-Punkte zu kaufen und einzusetzen, OMG, wir werden verarscht. Egal, Leute, jeder muss es selber wissen, aber ich gebe mein gespartes Geld dafür dennoch nicht aus. Deswegen, wir werden heute seltene Vorratslieferungen zusammen aufmachen, um zu gucken, kriegen wir was Besonderes oder wiederum nicht. Es ist ein Testverfahren, weil im Moment ja dies auch läuft. Ich werde jetzt einfach mal so um die 10, 15, vielleicht auch 5 aufmachen. Ihr zählt einfach mal mit, wenn ihr Lust und Laune habt, und dann schreibt ihr einfach in die Kommentare Hashtag, wie viele Vorratslieferungen ich aufgemacht habe. Let's go! So, 30 Kryptos tauschen, ja klar. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt heute in diesem Video so alles bekommen. Selten normal, normal. So, zurück, und wir machen die nächste Kiste direkt auf. War ja nichts Besonderes dabei, ne? Legendär, seht ihr? Nochmal legendär und selten, ohne irgendwas zu kaufen, von 1000 CP-Punkte. Und wir haben Krypto-Bonus von 3. Hä? Okay, alles klar, läuft bei euch, Activision. Weiter geht's, legendär, selten und normal. Die nächste Kiste wird aufgemacht. Boah, das läuft heute so rund hier. Episch, normal und selten. Nächste Kiste. Ganz locker und flockig. Ich hoffe, ihr habt ja gesehen, wie viele Krypto ich schon gesammelt habe bei Bio 3. Einfach nur heftig. Ich war schon bei 2400 und werde auf jeden Fall nochmal hoch pushen mit den ganzen Spielen. Man muss halt viel spielen und sammeln und nichts ausgeben. Man will immer ausgeben, aber man darf es nicht. Kennt ihr ihn? Diesen Trick? Ja, schrecklich. Oh, Visitenkarte legendär festgeklebt. Auch gut. Wir werden die nächste Kiste aufmachen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen seid ihr auch dabei. Bei der nächsten Runde seltene Vorratslieferung aufmachen. Hammergeil. So, die nächste Kiste wird aufgemacht. Ich will unbedingt was Gutes bekommen. Was ist hier los? Prestige, episch, was ist da los? Kommt die nächste Kiste. Ich bin gespannt. Let's go, come on, come on, come on. Eisvogel, nichts Besonderes. Wir werden die nächste Kiste aufmachen. Ganz locker und flockig, juckt mich nicht. Scheiß auf die Kryptos. Wir werden jetzt hier ein paar aufmachen hier von den seltenen Vorräten. Vorratslieferungen, Vorräten, wie auch immer. Ich sage mal Vorräte dazu. Naja, auch nichts Besonderes. Ich will verdammt nochmal eine gute Waffe haben. Legendär. Okay, Waffenstufe 11, habe schon nicht erreicht. Wie peinlich. Wisst ihr auch warum? Weil ich nicht mit jeder Waffe spiele. Das ist das. Und auch nichts Besonderes. Vielleicht kriege ich da noch einen Schlacken oder so, oder ein Brecheisen, wie auch immer. Hauptsache irgendwas von den beiden, dass ich jetzt diese Woche irgendwas hochpushen kann auf Dark Matter, auf dunkle Materie. Aber wie das so aussieht, gar nichts, oder? Ne. Stierfolie bekommen, wow. Wir werden die nächste aufmachen. Wir sind schon bei 922. Ich glaube, ich werde jetzt noch danach noch eine aufmachen. Ich bin gespannt. Wenn nicht, nächste Woche ist ja wieder ein
neuer Tag am Wochenende für ein schönes Krypto-Video. Und deswegen werden wir jetzt nach dieser seltenen Vorratslieferung aufhören. Ich bin gespannt. Nichts Besonderes bekommen. Egal. Nehmt es zum Herzen, dass es ein Informationsvideo ist. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Kauft euch nicht diese CP 1000 Punkte. Es lohnt sich nicht, wie ihr das schon gesehen habt. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut da rein. Tschüss und bis bald. Ciao.